Servus Freunde, ich grüße euch und ich freue mich, dass ihr euch mein neues Video anschaut. Dieses Video ist ein bisschen anders als normalerweise und zwar habe ich dieses Video nachvertont. Ursprünglich wollte ich die hier gezeigte Tour gar nicht filmen und habe auch meine ganze Filmausrüstung, GoPro und externes Mikro und so weiter nicht mitgenommen. Aber wie das so ist, Filmen ist eins meiner liebsten Hobbys und dementsprechend konnte ich es dann vor Ort doch nicht sein lassen und habe dann einfach mit dem Handy losgelegt. Und nachdem ich mir das Material angeguckt habe, habe ich mir gedacht, mache ich halt ein kurzes nachvertontes Video draus. Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran, auch wenn es nicht meinem normalen Stil entspricht. Es kommen jetzt bald auch wieder zwei längere Tourenvideos, die ich euch nur schon mal im Voraus empfehlen kann. Die sind in der Pipeline und warten auf die Post-Production. Und ich denke, die werden einigermaßen gelungen. Da ist auch ein Highlight dabei, nämlich der erste 3000er von Andrea. Das haben wir da also auch dokumentiert. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr wollt die Videos nicht verpassen, dann empfehle ich euch jetzt direkt meinen Kanal zu abonnieren. Und das würde mich auch wirklich freuen, wenn noch mehr Leute meinen Kanal abonnieren. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass in den letzten Wochen und Monaten so viele neue Abonnenten dazugekommen sind. Vielen Dank dafür. Nun zu dieser Tour. Wir gehen auf das Torrenthorn. Das ist ein knapp 3000 Meter hoher Berg, genau genommen 2998 Meter hoch. Und der Berg liegt in den Berner Alpen. Der Ausgangsort der Tour ist das kleine Städtchen Leukerbad auf 1400 Meter Höhe. Und man kann aber eine Seilbahn nehmen, um das erste Stück abzukürzen. Das ist die Torrentbahn. Die kostet 36 Euro rauf und runter. Und diese Bahn fährt zur Rinderhütte, die auf 2350 Metern Höhe liegt. Von dort aus sind es dann nur noch 650 Meter bis zum Gipfel. Das heißt, wir haben hier eine kleine Tour, die man machen kann, wenn man eben keine große Tour machen möchte, logischerweise. Wir haben in den Tagen davor einige größere Touren gemacht. Dazu werden auch noch Videos eben kommen, wie schon gesagt. Und wir wollten quasi einen Erholungstag haben mit relativ wenig Höhenmetern und wenig Wegstrecke und aber trotzdem einer super Aussicht. Und all das hat das Torrenthorn uns versprochen und hat uns auch nicht enttäuscht. Der Hang über der Rinderhütte ist geprägt von den Verbauungen, die der Skibetrieb mit sich bringt. Das kennt man ja aus allen möglichen Gebieten in den Alpen. Ich habe das jetzt hier auch nicht dokumentiert. Ich habe immer zur anderen Seite gefilmt, wo man wirklich ein schönes Panorama hat. Wenn man den Großteil des Aufstiegs hinter sich gebracht hat, dann sieht man allerdings auch die Verbauungen nicht mehr und auf dem Torrentgipfel selber hat man eine super schöne Panoramaaussicht in sämtliche Richtungen, so dass sich der Aufstieg dann doch gelohnt hat. Bei guter Sicht kann man den Dom sehen und einige andere der höchsten Bergmassive der Alpen. Also hier ist man wirklich mitten in der hochalpinen Landschaft. Und das Ganze mit einem relativ kurzen Aufstieg. Er wird von der Rinderhütte mit 2 Stunden angegeben. Und das ist auch für nicht ganz so konditionsstarke Berggänger meiner Meinung nach leicht zu schaffen. Das heißt, rauf und runter ist man mit Pause oben am Gipfel 4 Stunden unterwegs. Da muss man sich wirklich da nicht hetzen. Und das kann man dann eben auch mal als eine kleine Tour machen, wo man nicht den ganzen Tag unterwegs ist. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen kleinen Klettersteig zu machen. Dieser Klettersteig hat die Kategorie B, denke ich mal. Habe jetzt keine Informationen darüber gefunden, wie der eingeordnet ist, aber nachdem ich ihn gemacht habe, würde ich ihn so in diesem Bereich einordnen. Das heißt, erfahrene Klettersteiggänger können den durchaus ohne Klettersteigset machen. Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, um den Klettersteig zu machen, vielleicht 15 Minuten, bin ihn dann auch wieder zurückgegangen. Man kann dann aber auch auf der anderen Seite absteigen und zurück zur Rinderhütte gehen, so dass man hier eine Rundtour laufen kann.
Das war unser kurzes Video zu unserem Gipfelanstieg des Torrenhorns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und habt ein paar nützliche Informationen bekommen können. Und wie gesagt, bald gibt es auf diesem Kanal auch wieder ein paar längere, ausführlichere Tourenvideos. Das hier war jetzt nur so eine Art Experiment. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit und freue mich, wenn ihr demnächst wieder auf meinem Kanal vorbeischaut. Bis dann und ciao.